Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Estancia La Bajo im Platinum-Meldung LS17. Eine wunderschöne wünsche ich euch zum Mittwoch. So, wir haben ja gestern noch diesen Brandner, glaube ich, ist das Brandner-Anhänger gekauft, nachdem ich gestern den Fehler des Jahrtausends gerissen habe und uns noch einen zweiten Anhänger für die Zuckerrohrernte gekauft habe und gedacht habe, komm, da geht auch Raps rein. Nein, geht nicht rein. Das ist ausgeschlossen, das funktioniert nicht. Leider. Leider, 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 leider. So, ich habe tatsächlich gesehen, bei der Bäckerei bekommen wir 2000 für den Raps. Haben wir einen Kurs zur Bäckerei? Oh, Hofbäckerei. Ja, was willst du jetzt mehr? Haben wir doch alles schon eingefahren, alles tadellös. Ich hoffe nur, dass er das schafft, ne? Der Kleine hier, der 105er. Oh, heute wird ein bisschen doller, ne? Alter, wie sie Reifen auf den Boden drückt. Boah, sind ein bisschen überladen, aber ach, es ist okay. Oh, sieht aber schön. Oh, das ist mal ein voller Anhänger. Das sieht nach einem vollen Anhänger aus. So, warte mal. Geht die Route hier rüber? Ah, guck mal an hier. Da wird es wahrscheinlich ein Jahr brauchen, bis er wieder da ist. Aber das ist kein Problem, weil, er hat halt sehr viel Zeug mit, ne? Mal 2000, 46.000 Liter, mal 2 sind 92.000 Euro damit, ne? Kann man schon mal verkaufen. Beim Bremsen musst du halt frühzeitig bremsen, der Kollege, weil weißt du, er wird wild. So, okay, das läuft noch ein bisschen. Genau, die Lieblingsbeschäftigung, ne? Ich weiß von euch, ein paar von euch geht es auch schon wieder mega auf den Sender, dass wir das immer machen müssen. Aber es bringt halt auch sehr viel Geld, ne? Das muss man einfach so sagen. Und da schaut halt nun mal neue Anhänger raus oder neuer Johnny raus oder neuer das raus. Oh, sieht schon cool aus, ne, wenn das so lang fährt hier. Das sieht schon ganz cool aus eigentlich. So, dann müssen wir wieder anmachen, das Ding jetzt hier. Rausspringen, ankuppeln, weiter geht's. Ich speichere mal ganz kurz. Ich habe immer so ein, weiß nicht warum, aber irgendwie denke ich immer, gleich stürzt alles ab und die Welt stürzt zusammen und deswegen möchte ich ab und zu speichern. Oh, was passiert? Motorsäge kaputt, das ist nicht gut. Ja, ausnahmsweise mal nicht auf dem Big Bad, wie wir die Woche schon erlebt haben. Oh, da war ein bisschen weit weg, glaube ich, oder? Das war ein bisschen sehr weit, aber ist okay. Hat Klick gemacht, hat funktioniert. Lass mal den nach links fallen. Und dann können wir schön hier einen kleinen Kreis fahren. Okay, hier wird gearbeitet und hier wird auch gearbeitet. Ja, läuft doch. Das läuft doch auf alle Fälle. Einmal zack. Ich glaube, wir fahren einfach mal quer durch und nehmen einfach alles mit, was hier so links und rechts rumsteht. Genau, den können wir nach hinten fallen lassen. Und den daneben nehmen wir dann auch gleich mit, weißt du? Das ist schon mal richtig gefallen. Das ist schon mal ganz gut. Man muss auch gut fallen können. Klingt eher nach einer Fußballregel, ne? Was? Hat er nicht gesagt. Aber den können wir tatsächlich gleich schnabulieren. Und dann können wir den eigentlich so fällen, ne? Ja. Das würde wohl auch funktionieren. Und wir sind hier nicht im Forstprojekt. Ich möchte das nochmal sagen, ne? Hab sicher wieder irgendjemand dann gesagt, es ist ein Forstprojekt. Nein, ist kein Forstprojekt. Aber es gehört halt dazu. Wenn man ein geiles Feld haben möchte, muss man sich auch das geile Feld selber bauen. Weil, ne, kennt ihr den Spruch? Wenn du es richtig machen möchtest, mach's selber. Gilt auch hier. So. Dann gucken wir mal, was wir noch mitnehmen können auf der Reise. Hier ist alles ganz cool. Hier ist auch alles ganz cool. Da vorne stehen noch ein paar kleine, aber mein Gott. So, wir können hier in der Mitte fahren. Da können wir noch die zwei kleinen auf alle Fälle mitnehmen. Das wird ein Spaß. So. Aber zuerst lassen wir mal den Bäcker abladen. Oh, da müssen wir rückwärts rauf. Kleinigkeit für uns. Gut, der Traktor ist so ein bisschen zu klein. Das muss ich ehrlich mal so sagen.
Traktor, der ist halt heute, wird er richtig gequält. Der hat heute einen Liter extra Öl verdient. So, jetzt guckt mal auf den Kontostand. Ja, so verdient man Geld. Oh, das geht weiter, 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 weiter. Wie gesagt, ich schätze 90.000. 90, bisschen mehr sogar. 94.000. Alter Schwede. Das hat sich gelohnt. Bäckerei Hof. Bin so froh, dass wir schon alles eingefahren haben, ne? Speichern. Sehr, 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 sehr gut. Du bist voll, hast du gesagt. Gar kein Problem. Wie machen wir das am dümmsten? Am döfsten. So, jetzt kommt natürlich das zugute, was ich vorher gesagt habe, dass wir nämlich einen auf Reserve haben, einen Anhänger, ne? Weil, jetzt nehmen wir uns den hier, den neuen sozusagen, und werden den erstmal jetzt hier an dem anderen dran kuppeln, an dem Gerät. Die können schon mal weiterarbeiten und da... Achso, warte mal. War ich jetzt auch Quatsch? Boah, muss ich jetzt aber mal testen, warte mal. Ist das so, dass wir auch theoretisch von einem in den anderen reinkippen könnte? Weißt du, da muss ich nämlich nicht lang rumtauschen, sondern fahre einfach immer mit dem ab. Da können wir sogar automatisieren, theoretisch. Wir testen. Kann gleich sein, dass wir ein Radar da brauchen zum wieder aufsammeln vom Boden, aber theoretisch könnte es auch sein, dass es funktioniert. So. Welche Seite kann ich denn hier kippen? So, okay. Warte, 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 warte. Dann machen wir es anders. Dann fahren wir es so rum. Das geht sich nicht aus, ne? Schade. Können wir das Ding jetzt in der Mitte mal ein bisschen zusammenklappen, damit ich da auch ein bisschen schön fahren kann? Bin ja sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert. Müsste aber eigentlich, ne? Oh, da müssen wir viel näher ran, glaube ich. Ne, es funktioniert nicht. Ja, gut. Schade. Hätte ja sein können. So. Ne, so. Abkoppeln. Können wir auch ein Foto machen von, ne? Dann nehmen wir den einfach mit und der andere kann weiterarbeiten und dann haben wir eigentlich so gut wie fast keine Pause drin. Fast keine Pause. So, du kannst direkt zum Hafen abfahren, weil die zahlen immer noch ganz gut. Warum nach... Fahr doch einfach geradeaus weiter. Naheliegendster Wegpunkt. Der muss doch irgendwo da vorne sein. Das kann gar nicht hier links sein. Hör auf, ey. Alter, drückt schon schön in die Reifen rein, ne? Ich fährt immer noch nach links, ne? Fahr doch einfach hier weiter. Was hältst du denn davon? So. Läuft. Zack. Du. Ah, ich mach mal gleich weiter. Genau. Stimmt. Genau. Jetzt fahren wir hier wieder. Machen wir Aufklappung. Ich weiß, es gibt natürlich auch die andere Variante, dass wir uns so einen kleinen Dingens kaufen. Und immer überlädt, ne? Das geht natürlich auch, aber... Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das nicht cool. Es muss auch ein bisschen Coolness dabei sein, weißt du? So, und ich... Ah, es ist, wie sich der halt dreht, das kann ich stundenlang angucken. So. Dann drücken wir hier mal Knöpfchen. Ich glaube, er war hier stehen geblieben, ne? Aber beschwören kann ich es jetzt auch nicht mehr. Ich habe es nicht runtergelassen. Okay. Ah, es passt schon. Du bist unterwegs. Du nicht. Wo ist der Kollege Fieserschweif? Hier.
Man, theoretisch könntest du nochmal abfahren mit einem bisschen. Raps ist gesunken, okay? Das lassen wir besser sein. Sonst haben wir nichts am Lager, ne? Nö, Lund ist leer. Okay. Das heißt, den erstmal irgendwo hinstellen und einfach mal warten, was passiert. Aber gute Anhänger. Kann ich nur sagen, gute Anhänger, gefällt mir. Ist auch ein kleiner, ein ganz kleiner Anhänger, ne? Nur ein kleiner. Nur so ein winziger. Weißt du was, wir stellen ihn einfach schön ran hier. Weil das einfach auch cool aussieht. So. Mit den 27, die wir jetzt gleich wieder kassieren würden, würden wir wahrscheinlich knapp auf die 200 zugehen. Läuft. Er ist schon da, ne? Der ist krass. Hoppala, weg damit. Dass das Gestänge eigentlich hält und die Achse, weißt du? Das ist einfach faszinierend. 24, habe ich mir gerade verrechnet? Ah, ich hatte erst 60. Ach Gott, ja. Oh, ja, da werden wir wieder gerechnet heute, weißt du? Aber der Preis muss runtergegangen sein, weil wir haben 27 bekommen davor. Ja, das muss ich einfach mal so sagen. Warte, gucken wir mal nach. Hier, ja. Bäckerei ist runtergegangen. Das heißt, wir bringen das ab sofort zur Zuckermühle. Wo ist die Zuckermühle? Zuckermühle. Die ist da unten. Bitte schon mal gewesen, lass mal gucken. Nee, hier war ich noch nie, glaube ich. Das wäre mir aufgefallen. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Also mal speichern. Okay, das heißt, hier können wir auch abladen. Sehr schön. Wunderbar. So, du bist dabei. Du, ja, da ist er. Da ist unser Liebling. So, abschneiden. Drankuppeln. Passt. Gleich auf der anderen Seite. Abschneiden, drankuppeln. Passt. Gucken wir, ob wir noch was finden auf dem Weg. Sonst lassen wir einfach abfahren. Passt. So. Ja, wir können jetzt im Kreis fahren, aber das Sinn macht. Komm, wir fahren jetzt diese Strecke noch runter und werden einfach mal den jetzt lassen. Den da vorne nehmen wir noch mit. Komm, den, der hier geradeaus steht, den nehmen wir noch mit. Und dann ist es auch schon wieder gut. Nicht so viel diesmal, aber es passt schon. Oh, den kleinen können wir auch noch mitnehmen. Es ist tatsächlich noch zu früh, um einen Flug zu kaufen, ne? Gut, die andere Frage ist natürlich, kauft man einen Flug hier oder mietet man einen Flug hier? Das ist die gute Frage, weil Miete ist halt nicht so viel weg, sage ich jetzt mal, vom Geld her. Da bleibt hier halt mehr, aber da gehört halt nicht hier der Flug. Und wenn man sowieso, das macht keinen Sinn hier, einen Flug zu kaufen. Weil wenn du jetzt sowieso ohne Pflügen, wenn man sowieso ohne Pflügen spielt, ne? Dann macht das tatsächlich keinen Sinn, jetzt einen Flug zu kaufen. Weil wie gesagt, du brauchst den jetzt einmal zum Umflügen und das war's dann. Kannst dann auch mieten, aber das müssen wir zuerst fertig machen. Hier müssen wir zuerst die Baumstümpfe wegfräsen, müssen wir zuerst alle Bäume wegmachen. Das ist mal ganz, ganz, ganz wichtig. Sind wir zu weit weg? Kann natürlich sein. Was? Was und warum vor allem? War der dreht sich noch ein bisschen? Jetzt hat er es geschafft. So, wo war denn der andere jetzt? War das jetzt... War der hier? Nee, der hier war nicht hier. Der war hier drin. Da ist er. Ah ja, jetzt funktioniert's. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt, aber gut. So, machen wir nochmal hier einen Kurs. Neues Feld, Sägerei. Kannst du eigentlich schon abfahren, würde ich sagen. So, irgendwer ist angekommen irgendwo. Da, das warst du hier, ne? Sehr schön. Oh, Mann. Okay, dann müssen wir uns dann morgen wieder drum kümmern. Oder vielleicht jetzt noch. Muss man mal gucken. Mal gucken, nicht? So, das Feld hier, das dauert Ewigkeiten. Das ist absoluter Knaller. Dauert wirklich Ewigkeiten. Haben wir noch ein zweites Feld, wo vielleicht schon Zuckerrohr drauf ist? Glaube nicht, ne? Die Felder sind hier, glaube ich, nicht bestellt. Zuckerrohr. Das einzige Feld, wo es drauf ist. Was kostet eigentlich Feld 3? Komm, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Ach, so viel Geld. Okay. Das ist ein bisschen teuer. Was und warum und überhaupt, weißt du?
Das geht auch teilweise böse ins Auge, wenn du sowas machst. Ja. Wollt's gerade sagen, ne? Das geht teilweise böse ins Auge. Und dann kommt, dann bekommst du Fehler und dann hast du es geschafft. Wir müssen abkuppeln. Wir müssen abkuppeln, da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Böser Unfall. So, gucken wir mal. Ja, okay. Das hat sich, das passt auf alle Fälle. Wir müssten auch einigermaßen hier runterkommen eigentlich, weil es ist ein Big Butt, verdammt nochmal. So. Haben wir die Sache wieder geritzt hier. Den Rest machen wir morgen. Schieben wir nochmal ein Stück zurück. So. Gut. Liebe Leute, ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Morgen sehen wir uns natürlich wieder für das letzte Mal in dieser Woche, weil, wie gesagt, Platinum kommt wieder Montag bis Donnerstag. Ja, morgen oder nur sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.